rechtzeitig. Ja, so gespannt. Ich auch. Seht ihr das an, wie niedlich. Das ist, scheint alles dran zu sein. Sie ist perfekt. Ja. Na los, Zera. Begrüß dein neues Schwesterchen. Was denn, wer ist denn da hingepurzelt? Du bist ein kleiner Schlingel. Ja, meine Kleine, du bist ein tapferes Mädchen. Hey, was ist mit mir? Süßer Brütling. Was? Ich nix sag. Das will ich dir auch raten. Na, wo ist denn mein süßes Mädchen? Oh, da ist ja meine kleine Trizia. Ja, da ist sie. Zera. Ja, Tria? Kannst du mal auf Trizia aufpassen? Nur einen Augenblick, es dauert nicht lange. Na klar, wenn's sein muss. Danke, Schätzchen. Und du bleibst schön hier bei Zera. Mami ist gleich wieder zurück. Versuch gar nicht, dich einzuschmeicheln. Das funktioniert bei mir nicht. Pass lieber auf, wo du hintappst. Sehr schön, du bist aufgestanden. Toll gemacht. Doch, das war schon super, du kleiner Tollpatsch. Oh nein, nicht. Komm zurück, hörst du? Deine Mama hat gesagt, du sollst bei mir bleiben. Hey, bist du taub? Sieht's ja nein. Böses Mädchen. Deinetwegen krieg ich noch Ärger. Aua! Was ist denn hier los? Sie ist weggelaufen. Ich habe sie mit meinem Nashorn hochgehoben und sie hat in mein Auge gepatscht. Da bin ich hingefallen. Sie ist weggelaufen? Was für ein tapferes Dreihörnlein. Was für ein großes Mädchen. Was ist hier los? Trizia wollte weglaufen. Nein, und ich hab's verpasst. Oh, ist das zu fassen? Oh. Da versucht sie jetzt schon wegzulaufen. Topsy, was unsere Kleine schon alles kann. Da werden unsere Freunde aber Augen machen. Das muss man schon sagen. Sie ist der beste Brütling, den es jemals gab. Och, sieh doch mal. Hey, macht euch um mich keine Sorgen. Mir geht's prima. Danke, dass du auf sie aufgepasst hast.